Herr Vogel, haben Sie heute schon getanzt? Ich habe heute schon getanzt, ja, bis ja? 14 Uhr. Wie lang ungefähr? Heute nur einen halben Tag, also 4 Stunden. Nur einen halben Tag? Ja. Okay. In der Aufzeichnung. Ja, und wo haben Sie da getanzt? In Stuttgart, beim Stuttgarter Ballett. Und wir bereiten jetzt für Februar Wiederaufnahme Kameliendame vor. Und es ist ein sehr anspruchsvolles Stück. Und da muss man sehr oft und sehr viel proben. Und wenn Sie tanzen, geht es dann nur auf der Bühne? Oder wenn Sie jetzt unterwegs sind, können Sie auch im Hotel, keine Ahnung, ein bisschen was tun? Doch, ich kann schon was tun, aber ich brauche natürlich schon die Möglichkeiten. Also wir brauchen einen Schwingboden, damit wir uns halt nicht verletzen. Also jetzt auf Betonboden ist es nicht ganz so gut zu tanzen. Man kann schon überall tanzen, aber wir natürlich, wenn man in dem Profi sein da dabei ist, braucht man schon gewisse Möglichkeiten, also einen Tanzboden. Ist es richtig, dass Sie sich auch besser jetzt unterhalten können mit mir und der Runde hier, wenn Sie getanzt haben? Definitiv, ja. Es ist einfach mein Medium und eigentlich mein Körper ist mein Kommunikationsmittel, weniger wie meine Sprache. Und von daher fühle ich mich immer besser, wenn ich mich vorher bewegt habe. Also alles, was bei mir irgendwie Sachen sind, wo ich raus aus meiner Komfortzone komme, ist alles immer mit Bewegung zu tun, weil das für mich irgendwie so mein Rückhalt ist und meine Sicherheit. Also das hier in einem Stuhl, in einem Sessel sitzen ist schwierig. Ist eher schwierig. Ja. Wenn Sie zurückdenken, wie lange wissen Sie schon oder wussten Sie schon, ich will Tänzer werden? Ich glaube, das war schon immer klar. Das liegt daran, ist jetzt nicht selbstverständlich, dass ein kleiner Junge jetzt Ballett macht, aber dadurch, dass mein großer Bruder auch Tänzer war und er ist 11 Jahre älter wie ich, war das für mich das Normalste der Welt, dass ich jetzt auch Tänzer werde. Und Ihre Eltern, wie fanden die das? Meine Eltern fanden das gut, haben aber nicht gepusht sozusagen, weil sie wussten schon, dass das schon ein harter Weg sein wird und man muss sich halt sehr früh entschließen, wenn man klassischer Balletttänzer werden will, muss man sich sehr früh entschließen, weil je jünger man ist und je öfter man die Koordination probiert, desto einfacher ist es. Es ist hart, es ist anspruchsvoll. Sie waren in der John Cranko Schule in Stuttgart, dann auch in der Ballettakademie in Monte Carlo. Da haben Sie auch studiert. Mhm. Man muss sich ja auch sehr stark dann auf diese Kunstform konzentrieren. Hatten Sie auch den Eindruck, dass so links und rechts im Leben Sie vielleicht auch mal was verpasst haben? Nee, gar nicht. Das war für mich irgendwie, ich weiß nicht, man braucht ja keine Motivation für was man wirklich mag. Von daher war das für mich nie, dass ich irgendwas verpasst hätte, sondern ich wollte im Gegenteil. Dadurch bin ich mit 15 Jahren nach Monte Carlo gezogen, selbstständig ohne meine Eltern, habe gelernt, wie man alleine lebt und das hätte ich ohne den Beruf Tänzer nie gehabt. Sie sind seit inzwischen mehr als 20 Jahren erster Tänzer beim Stuttgarter Ballett, aber nicht nur in Monte Carlo und Stuttgart, sondern überall, auch als Gasttänzer zu Hause. Machen Sie sich bereit, bereiten Sie sich vor auf beeindruckende Bilder. Das hat auch von uns einen Applaus verdient, oder? Ja. Ja. Brauchen Sie das Tanzen, um gut leben zu können? Wie eng ist das? Ich denke schon, es gehört einfach zu mir und damit bin ich aufgewachsen. Und das ist, ich brauche das. Also ich merke das schon, wenn jetzt Ferien sind und dann mehr als 2 Wochen und ohne Bewegung, ohne Tanz, wird schon schwierig. Können Sie sich einfach 2 Wochen an den Strand legen mit einem Buch? Und eben nicht. Was passiert denn dann? Geht es überhaupt, wenn Menschen Hochleistungssport betreiben, sehr intensiv Sport betreiben und dann plötzlich sind sie 2 Wochen am Strand? Dreht der durch, der Körper? Ein bisschen schon. Das ist ja allgemein so. So ein Körper, der muss auch mal regelmäßig benutzt werden und durchbewegt werden, damit er im Gleichgewicht sein kann. Und bei Spitzensportlern, Leuten, die sehr gut trainiert sind, ist das natürlich noch stärker der Effekt. Es gibt ja auch viele, die
sind ja fast im Fitnessstudio zu Hause. Sie haben auch gesagt, Sie sind regelmäßig beim Sport dabei. Von Herrn Grasser werden wir das auch noch hören. Und die modellieren dann so ihren Körper nach ihren Vorstellungen. Wir haben gerade ihren Körper gesehen. Es gibt auch Fotos, die zeigen, wie definiert ihr Körper ist. Ist es richtig aber, dass Sie noch nie im Fitnessstudio waren? Nee. Wirklich nicht? Nee, wirklich nicht. Ich habe wirklich, aber ich arbeite mit meinem Körper täglich so 8 Stunden. Und das, was man sieht, sind keine Muskeln, die aufgebaut wurden, um irgendein Schönheitsideal zu erfüllen, sondern die brauche ich auch. Diese Muskeln sind da, weil die für irgendwas gut sind anscheinend. Also die haben nicht Sie geformt, sondern das Tanzen hat Sie geformt? Kann man das so sagen? Ja, definitiv. Also jeder Muskel, der da ist, ist da nicht, weil ich ihn aufgebaut habe, um ein optisches Bild zu erfüllen, sondern einfach, weil der Muskel irgendwann gebraucht wurde. Um eine Geschichte dann auf der Bühne zu erzählen? Ja, definitiv. Ich denke, ich möchte nicht reduziert werden auf den Körper, sondern ich glaube, das ist das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist. Und es ist wirklich auch sehr viel, was der Geist schaffen kann und nicht rein der Körper. Man ist oft überrascht, was der Körper doch schafft, wenn der Geist sagt, oh Gott, das geht irgendwie nicht. Aber der Körper schafft es dann trotzdem. Das, was Sie tun, ist ja nicht nur Körper, ist ja Ausdruck, ist ja viel mehr. Das ist eben das, was eine Kunstform ausmacht. Trotzdem, wenn wir über den Körper sprechen, ich glaube, viele kennen diesen Moment, man steht so vorm Spiegel, ob es jetzt morgens ist oder so, und prüft sich so ein bisschen. Und ja, ein bisschen eitel sind wir ja alle. Wie geht's Ihnen denn? Schauen Sie sich gerne an? Also bei uns sind die Ballettstudios, weiß nicht, ob man das kennt, ist vorne eine große Spiegelfront. Also wir sind ständig konfrontiert mit unserem Spiegelbild. Also das ist der Alltag von uns. Aber es gibt auch tolle Sachen, wo ich manchmal in einem Studio probe, wo kein Spiegel ist, wo man sich voll und ganz nur auf sich konzentrieren kann. Und eigentlich geht es ja darum. Es geht ja nicht darum, um einfach nur eine Schönheit auszudrücken, sondern es geht ja darum, um eine Geschichte zu erzählen als Künstler oder eine Rolle zu verkörpern. Und da geht es nicht um Schönheit, sondern da geht es einfach darum, wer bin ich? Und da braucht man keinen Spiegel. Wenn Sie sagen, der Körper, der Tanz, das ist Ihr Kommunikationsmittel, Ihr Instrument, würden Sie sagen, Sie lernen auch immer wieder neue Wörter und Sprachen dazu? Entwickeln Sie sich immer wieder weiter? Ja, ich versuche jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues wieder anfange, dass ich wirklich mit einem weißen Blatt Papier sozusagen wieder anfange. Natürlich hat man die Erfahrungen, die man gesammelt hat, die behält man, aber man muss sich schon irgendwie neu erfinden, um auch eine neue Kommunikationssprache mit dem Körper zu entwickeln. Erstmal danke, dass Sie uns so teilhaben lassen an dem, was da in Ihnen vorgeht. Nun ist es, also von Theaterschauspielern kenne ich das so, Herr Dietz, vielleicht können Sie das auch bestätigen, da muss es denen schon sehr, sehr, sehr schlecht gehen, dass die nicht auf der Bühne stehen, wenn Vorstellung ist, oder? Absolut, ja. Ich habe schon mal während einer Vorstellung einen Migräneanfall bekommen und dann trotzdem weitergespielt. Aber da hilft natürlich, wirst du bestätigen, das Adrenalin. Ne? Mhm. Und ja, man geht immer irgendwie auf die Bühne, man betreibt auch Schindluder mit dem Körper, das kann man nicht anders sagen. Ne? Ist es bei Ihnen auch so, dass Sie trotz Schmerzen auch manchmal durchziehen? Natürlich, ich glaube, das Schmerzempfinden von einem Tänzer liegt relativ hoch, also wir können sehr gut mit Schmerzen umgehen. Vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so eine Art Therapie, würde ich jetzt mal fast sagen, wenn man sich morgens wacht mal auf und hat am Abend davor eine dreiaktiges Ballett getanzt und ist unheimlich fertig und man macht morgens auf und man denkt, oh Gott, ich kann nicht, alles tut weh, und dann geht man aber ins Studio und fängt an zu trainieren und dann mit Musik und fängt an, sich aufzumachen, und dann geht es einem gleich viel besser. Also es ist so eine Art auch eine Therapieform, würde ich mal sagen. Deswegen kann ich vielleicht auch noch mit 43 so tanzen. Was sagt denn der Arzt? Ist das so gut, über den Schmerz drüber zu gehen? Über die Migräne, über die Schmerzen, was weiß ich wo im Körper? Schmerz ist ja nicht automatisch was Schlechtes oder was Böses, sondern die meisten unangenehmen Körperempfindungen sind ja erstmal gar nicht Ausdruck von Erkrankung, sondern eher
Ausdruck von Kommunikation unseres Körpers mit uns. Es ist ja nicht nur eine Frage von Schmerz, es ist ja auch eine Frage von Funktion und Funktionalität. Und ich glaube, dass jemand, der Profi ist mit seinem Körper, der das, kann das auch einschätzen, was sein Körper noch leisten kann, auch wenn da gerade ein Schmerz ist. Ich glaube, dass das mit einem guten Stück Selbstverantwortung ganz gut funktioniert. Man muss seinen Körper sehr gut kennen und mit den Jahren lernt man seinen Körper doch gut kennen. Und bei mir, komischerweise, als ich jünger war, habe ich immer gedacht, man muss ein bisschen mehr schonen und bis dann Regeneration. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass mein Körper doch sehr mag, gefordert zu werden. Er mag es, gefordert zu werden. Ja. Also Sie müssen ihn richtig rannehmen. Ja, dann geht es mir irgendwie besser, weil dann mein Muskulatur-Skelett einfach irgendwie, kann ich mich drauf verlassen. Und ich muss mich voll und ganz auf ihn verlassen. Und es gibt so eine Art Körpergedächtnis auch. Deswegen wiederholen wir diese Abläufe immer und immer wieder. Dass dann letztendlich, wenn man auf der Bühne steht, der Vorhang geht auf, dass man sich voll in die Rolle eintauchen kann und sich nicht mehr über die Koordinationsgeschichten so Gedanken machen muss, sondern dass da der Körper das praktisch macht, die Regie übernimmt und dann fängt es an, was dann zu den Vorstellungen sind, die für immer in einem bleiben, wenn der Körper einfach das tut, was er tun soll und man kann also völlig eintauchen. Aber das ist natürlich, das ist das Ideal, das passiert nicht immer, also man ist schon immer im ständigen Austausch. Jetzt ist es, wenn Sie sagen, Sie sind ja 43, Ihr Körper braucht es, dass Sie ihn richtig rannehmen. Ja. Nun weiß ich von anderen Sportlern, dass sie sagen, ja, ich trainiere von mir aus ganz hart 4 Stunden, aber genauso lange pflege ich mich danach. Entmüdungsbecken, Massage hier, das da. Machen Sie das auch? Ja, aber ich gehe da nicht jetzt so ganz körperlich, weil ich habe das Gefühl, dass wenn ich 8 Stunden mit meinem Körper gearbeitet habe, dass da genügend Aufmerksamkeit meinem Körper gegeben wurde und ich möchte dann eher irgendwas Geistliches machen und nicht so sehr körperlich. Wie sehen Sie das, Frau Müller-Trimbusch, wenn Sie Ihrem Körper was Gutes tun wollen, so Wellness oder solche Dinge, sind Sie da empfänglich? Nein, dann gehe ich aufs Laufband. Aber nicht, wie ist das bei Ihnen beiden? Haben Sie sowas, dass Sie, was weiß ich, Massagen, Wellness, irgendwas, was Ihnen gut tut? Ich Zeit hätte gerne. Also, aber da kommen wir noch zu. Ja, ja. Herr Grasser? Gibt's eigentlich bei mir nicht. Das ist meine größte Schwäche, ist meine Regeneration. Und auch zu Recht, jetzt das Letzte, was ich durchgezogen habe, hat mir dann mal ein bisschen, ich sag mal mit Gewalt, den Riegel vorgeschoben und mir dann doch mal auch den Spiegel vorgehalten, dass man nach über 30 Jahren über 100% vielleicht noch mal ein paar Schritte zurückgehen sollte. Mhm. Letztendlich kann ich es aber nicht. Und Frau Peru, wie sehen Sie das in diesem Abwägen aus sich fordern, aber auch sich was Gutes tun? Mal so ein Entspannungsbad, irgendwelche Dinge. Machen Sie das für sich? Ja, auf jeden Fall. Es ist auch bei meiner Erkrankung sehr wichtig, dass man viel Regenerationszeit hat und liebevoll zu seinem Körper ist und das tut, was einem gut tut. So wie bei Ihnen, das ist das Laufband, bei dem anderen ist es Ballett und bei mir ist es eher Menschen helfen. Also das ist meine Regeneration. Was würden Sie denn empfehlen oder ist das wirklich bei jedem anders, wenn wir fürsorglich mit unserem Körper umgehen wollen? Massagen, was weiß ich, Yoga, was ist das, was Sie betonen würden? Oder? Das ist tatsächlich bei den Menschen unterschiedlich. Ja. Ich glaube, jeder sollte für sich ganz persönlich herausgefunden haben, was dafür nötig ist, dass er sich entspannen kann. Der eine sagt, ich brauche jetzt unbedingt Action, ich muss raus, am besten Kickboxen und noch ein bisschen Dampf ablassen oder sowas. Und der andere sagt, nee, ich muss jetzt mal 2-3 Stunden nur meine Ruhe haben, keiner darf was von mir wollen. Und der dritte sagt, ich muss mich mit anderen Leuten treffen und austauschen. Das ist sehr individuell, was Menschen brauchen, um im Gleichgewicht zu sein. Aber den Körper nicht vergessen. Also der Körper muss regelmäßig benutzt sein, damit Menschen im Gleichgewicht sein können. Sie sind 43, Sie haben es gesagt. Wie viele der Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie angefangen haben, sind noch dabei? Wenig. Wenig. Wenig, ja. Empfinden Sie es als Geschenk, noch tanzen zu können? Ja, auf dem definitiv. Niveau? Und ich weiß auch, dass das endlich ist. Und das ist vielleicht auch das Schöne daran, dass wir schon immer wussten, dass es endlich ist. Und es kann mal länger und mal kürzer. Aber halt die Verletzungsgefahr ist natürlich auch sehr groß. Und es kann auch mit Anfang 20 vorbei sein, wenn man sich irgendwie das Knie verdreht. Und dann ist da nichts mehr zu machen. Und dann jahrelang doktert man da rum. Und dann geht es nicht mehr. Deswegen ist
alles ein Geschenk. Und seit Corona wissen wir alle, dass jede Vorstellung ein Geschenk ist. Und ja, so sehe ich das. Würden Sie sagen, Ihr Körper ist Ihr Freund? Oder wie würden Sie das beschreiben? Ich würde ihn gar nicht so als Externes, sondern das bin ich. Also mein Körper ist ich und ich bin mein Körper. Also ich würde ihn gar nicht so jetzt Freund extern sehen, sondern das ist einfach Teil von mir und eigentlich der größte Teil von mir, der gesteuert wird von meinem Bewusstsein. Werden Sie immer Tänzer sein, egal wie es Ihrem Körper geht? Ja, ich werde immer Tänzer sein. Ich weiß, dass es vorbei sein wird, dass ich irgendwelche Rollen tanze, aber ich werde immer den Ansatz haben, den ein Tänzer hat, weil ich damit einfach weiß, wie ich damit zurechtkomme und das ist das, was ich bin. Ist es eher die Kunst, die Bewegung, ist es sowas wie Ihr Zuhause, Ihre Heimat, würden Sie es so sagen? Ja, sonst würde ich das nicht so lange machen mit so einer Leidenschaft und immer wieder Neues entdecken können. Und ich glaube, man muss das, darf auf keinen Fall in eine Routine fallen, sondern muss sich neu entdecken. Dann alles Gute bei Ihrer weiteren Entdeckungsreise. Vielen Dank. Vielen Dank.